Und ein herzliches Willkommen zurück bei Pokémon Tekken X auf Nintendo Switch. Ich bin Van Löhr, Gameplays als Hobby und ja, wir sind dabei, irgendwie Punkte zu verdienen, damit wir vielleicht irgendwann mal in ferner Zukunft in Gruppe C rutschen können. Mal gucken, wie weit der Traum noch entfernt ist. Wir suchen auf jeden Fall mal den nächsten Gegner. Der Psycho Ray aus Belgien. 1817 Siege mit Mewtwo. Also wenn ich das gewinne, dann feiere ich. Das gibt einen Nationalfeiertag. Gruppe B5 schon wieder. Schauen wir mal. Schade, ich wollte gerade sagen, das läuft echt verdammt gut. Ich hasse das. Hey, ich verliere voll Schaden. Leben. Toll. Ich habe voll Leben verloren, ey. Scheiße. Das lief so gut. Bitte was? Oh, ich glaube, das habe ich verloren. Ha! 1-1! Jawohl, wer sagt's denn? Werde ich doch mir einen eigenen Nationalfeiertag erstellen, oder nicht? Na super, schon über die Hälfte weg. Nein, das habe ich verloren. Nein! Schade. Ich habe es auch sowieso als unmöglich fast gesehen, gegen jemanden zu gewinnen, der schon über 1000 Siege hat, ey. Das wäre auch zu heftig gewesen, glaube ich, wenn ich das gewonnen hätte. So, minus 25 Punkte, schade. War aber guter Kampf, Psycho Ray. Gut, schauen wir mal, wie der nächste wird. Aber wie man gesehen hat, da hatte ich eigentlich doch eine, zumindest eine geringe Chance, gegen ihn zu gewinnen. So, der Sharian oder so aus Italien. Mit Skelabra. Sieht man selten Skelabra.
Zumindest im Online-Match. Voll daneben. So, funktioniert doch. 1-0. Wir nehmen natürlich wieder Dick da. Wie immer eigentlich. Keine Ahnung. Dick da ist beim bester Kumpel hier. Der kleine Maulwurf. Nein! Da hat er mich voll erwischt hier. Jawoll! Er hat seinen Block zu früh weggemacht. Sehr schön! Ah, ein Sieg mit Knackrack, wunderbar. Sehr schön. Ja, eine ganz gute Bewertung, 4,5 Sterne, sehr schön. Plus 75 Punkte. Noch schöner. Wir können wieder Punkte sammeln, das freut mich. So, hier und damit kommen wir zum letzten Kampf in diesem Video. Eine neue Herausforderung. Wen haben wir? The Frost aus den Vereinigten Staaten Amerika mit Suicune. 230 Siege. Ich würde jetzt mal sagen, ist es machbar. Er ist Gruppe D1, genau wie ich jetzt, mittlerweile. Falls noch niemand mitbekommen hat, ich bin auf Gruppe D1 hochgestiegen. Also von daher dürften wir eigentlich gleich gut sein. Nein! Einmal eine Kopfnuss hier. Okay, 1-0. Interessant. Aber ich habe schon früher mal gesagt, einige Gegner machen in der ersten Runde kaum richtigen Kampf, weil die wollen einfach nur wissen, wie kämpft der Gegner. Und dann geben sie Gas.
er denkt, dass dieses eine Dings da irgendwie Schutz bringt. Hupala, was mache ich denn? Okay, 2-0. Also entweder hat er mit dem Suicune noch nie gespielt oder seine 230 Siege, weiß ich nicht, wo er die dann her hat. Aber gut, das haben bestimmt die anderen Spieler bei mir auch gedacht, bei den letzten Kämpfen, wo ich überall verloren hatte. Also von daher, es war trotzdem ein netter Kampf für dir. Auch wenn er irgendwie nicht so wirklich eine Herausforderung für mich war, diesmal der Gegner. Aber gut. Das war Pokémon Tactics auf der Nintendo Switch mit von Nöher Gameplays als Hobby und haben wir jetzt zwei Siege haben wir glaube ich geholt, nicht drei. Der erste war ja Gruppe B5 mit dem Mewtwo, das war schon heftig, aber immerhin hatte ich da einen Punkt geholt. Leider hat es nicht gereicht, aber gut, okay. Ich fand, das war ein guter Kampf. Okay, wenn es euch auch gefallen hat, dann dürft ihr gerne einen Daumen oben da lassen und ein Abo und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil wieder, beziehungsweise bei einem anderen Let's Play. Ja, das war von Nöher Gameplays als Hobby und viel Spaß noch. Tschüss.